So, willkommen in Mexiko. 16 Stunden Flug oder Anfahrt, besser gesagt. Gerade im Hotel angekommen. Gleich geht's ab ins Bett, weil morgen früh geht schon der Wecker um 5 Uhr. Und jetzt nämlich schon auf den nächsten Ausflug oder ersten Ausflug im Urlaub. Die Aussie kann sich auch nicht beschweren. Mehr höre ich auch rauschen. Fast am Strand. Perfekt. Morgen zusammen. 5 Uhr morgens in Mexiko. Auf geht's wieder zum Ausflug. Also irgendwie mit dem frühen Aufstehen im Urlaub weiß ich noch nicht. Kann ich mich nicht so ganz anfreuen. Aber was will man machen, wenn man was Schönes sehen will? Dann muss man halt durch. Wir uns heute zwar ein bisschen früher dran wie geplant, aber egal. Morgens 5 Uhr, warm, herrlich. Wetter soll auch super werden. Wenn der Ausflug genauso gut wird, wird es ein super Tag. So, unsere kleine Tour beginnt. Schießen Itza habe ich El Balkan genommen, denn ich möchte keinen Massentourismus machen und
Hier kann man wenigstens raufkraxeln auf die Pyramide. Gucken, was das gleich gibt. Tour läuft. So sieht es ungefähr schon am Eingang aus. Das sind die ersten paar Meter. Gleich geht's auf die höhere Pyramide. Und das ist schon mal was Kleineres, wo man darauf kann. So, die Stufen sind nichts für kleine Leute. Jetzt gleich aufgehen. Oh, ein Vorteil hat diese Hitze. Es ist ziemlich leer. Aber bei 38 Grad so was zu machen, ist echt kein Zuckerschlecken. Man sollte man mal gesehen haben. Entweder Engpal Kam oder Chichen Itza. Ist eigentlich Pflichtbesuch, wenn man hier ist. Das ist meine Meinung. So ein bisschen sollte man sich wenigstens ein klein wenig weiterbilden im Urlaub. Aber Schwitzen macht keinen Spaß. Dann ist er offen für das Publikum im Jahre 1994. Und darauf kann man gleich hochlaufen, wer möchte. Weil diese Treppen sind wirklich nichts für kleine Leute. Rauf geht zwar noch, aber runter ist echt Katastrophe. Fahrt auf allen Vieren. Bin ich noch nicht so hoch geklettert. Also die Stufen sind Mord. Zeit noch, Olli. Ist fast da. So, warum läuft man hier hoch? Wegen der Aussicht. Hier sieht man zwar noch nicht so viel, aber in die andere Richtung ist deutlich mehr. Stimmt, ich kann das Mikro hochdrehen. So. So. Ich mach das so. Das ist unser Geist, der Schwätzchen macht. Hier stehe ich am Strand bzw. im wilden Teil vom Strand, also ohne Hotelanlagen, also Naturstrand belassen. Und wie man sieht, sind hier schon ein paar Algen, aber es gibt Abschnitte, da ist das noch heftiger. Wasser ist natürlich ziemlich klar, erstaunlicherweise. Beziehungsweise schwimmt zwar ein bisschen was rum, aber es ist nicht die Welt, das ist nur so vereinzelt. Viele Strände bzw. viele Hotels räumen das dann hinterher weg. Manche lassen es oder kümmern sich nicht drum. Ich habe festgestellt, umso teurer das Hotel, umso egal ist das denen. Mein Hotel war schon eigentlich um 9 Uhr fertig mit der Säuberungsaktion. Hier sieht man natürlich schön, wie das aussieht, wenn es nicht sauber gemacht wurde. Das Wasser ist doch ziemlich sauber. Also man kann gut durchaus schwimmen. Klar, schwimmt was vereinzelt rum, aber das stört nichts. Aber dass unser Reiseleiter von gestern meinte, das ist nicht nur Mexiko, das ist auch die ganze Karibik von betroffen. Klar, wenn natürlich Wellen, Wind etc. wird mehr angespült, aber es geht. Das ist halt Natur. Thank you.
2.0. We'll be right back.